So, hallo zusammen. Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Reparaturvideo. War etwas anderes als sonst. Kein Hightech-Elektronik, aber auch etwas Batteriebetriebenes. Und zwar einer tragbaren Lampe. Das Problem ist, ich wollte schon lange einen neuen Akku, Battery Pack, bauen. Und habe es immer wieder aufgeschoben. Habe gedacht, kann ich auch ein Video dazu machen. Jetzt ist sie mir runtergefallen und sie geht gar nicht mehr. Man hört es auch innen drin. Klappert was, das hat vorher nicht geklappert. Es scheint wohl irgendwas kaputt gegangen zu sein. Ihr seht es, früher hielt die Batterie noch so 2-3 Minuten und jetzt geht sie gar nicht mehr. Auch nicht mit eingeschlossenem Kabel. So, was werden wir tun? Wir werden das Ding zerlegen, wir werden gucken, wo der Fehler ist und wir werden einen neuen Battery Pack bauen. Das heißt, wir schauen mal rein und machen das, was ich schon lange machen wollte, indem wir die Batterie tauschen und erneuern. Genau, dann schauen wir mal, legen wir mal los. So, der Teardown ging dieses Mal relativ einfach und es waren nur diese 4 Schrauben hier an der Seite, die ich hier rausnehmen musste. Und ihr habt es gesehen, vielleicht im Zeitraffer, mir kam schon der Battery Pack entgegengeflogen. Hier ist irgendwie ein Schaumstoff, der irgendwas halten soll und ihr seht es hier innen drin. Hier ist irgendwas geklebt, wahrscheinlich ist es mir durchs Runterfallen. Darunter schmeißen, hat sich der Battery Pack gelöst und auch die Kabel abgerissen. An der Stelle würde erklären, warum es jetzt plötzlich gar nicht mehr geht. Gut, von der Schaltung her relativ einfach. Wir haben hier den Schalter an der Seite und hier die Ladebuchse. Die geht auf Ground. Dann geht es hier einmal rüber zum Schalter. Die Batterie müsste eigentlich dann hier dazwischen irgendwo hängen. Das ist natürlich jetzt spannend, weil ich nicht genau weiß, wo sie angeschlossen war. Aber es sollte machbar sein. Also einmal hier auf jeden Fall ist irgendwas abgerissen. Und der Ground Pole müsste ja dann auch irgendwo hier sein, schätze ich mal. Dann haben wir hier noch 5 Watt, 2 Ohm Joule Vorwiderstand. Zur LED? Ich weiß es nicht. Schreibt es nochmal in die Kommentare. Ich schätze mal, es ist der Vorwiderstand für die LED, aber ich weiß es nicht und ich lerne noch. Deswegen schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Gut, dann legen wir erstmal zur Seite. Dann eigentlich zu dem, was ich schon länger machen wollte, dem Battery Pack. Na, hier sind wir. Ihr seht es, es sind 2 Standard 16 850er Lipo-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien und wir haben hier unser Battery Management Board und die Batterien haben, also das Ladegerät bringt 8,4 Volt, 4,2 pro Zelle, also mal 2, das heißt, sie sind nicht parallel geschalten, sondern in Reihe geschalten. Ist wichtig nachher, wenn wir es neu verkabeln, dass wir einfach, man sieht es auch hier an der Stelle, Pluspol, Minuspol, das heißt, wir kommen hier vom Board, gehen hier auf den Minuspol, gehen dann hier rüber, gehen hier, wo auch immer hin, hier unter das Board, vom Board hier wieder entlang, hier rüber sind die verbunden. Hier ist dann wahrscheinlich die Spannungsmessung mit integriert, deswegen geht man so hier rüber. Dann einfach 2 Drähte zum Laden und genau. Wir messen mal, wie die Spannung in den Batterien ist, weil ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich immer das Problem hatte, dass die Batterie nicht funktioniert hat. Also sie war nach 2-3 Minuten war sie wieder aus. Dann habe ich es kurz angesteckt und dann ging es wieder. Das heißt, die Batterien sollten eigentlich recht leer sein. 3,7 ist noch okay. 0,67.
Also die Batterien sind auf jeden Fall nicht mehr gleich geladen. Genau das soll ja das Battery Management auch ausgleichen, dass die Batterien immer dieselbe Spannung haben. Gerade bei in Reihe geschalteten Batterien ist das natürlich wichtig. Also entweder ist eine Zelle kaputt oder das Battery Management System ist kaputt oder die Batterien sind einfach alt. Egal, wir bauen einfach neu. Ich habe noch ganz viele Batterien rumliegen, kenne die aus meinen anderen Projekten und dann schauen wir uns das mal an. Gut, ich würde hiermit anfangen. Das hier legen wir mal zur Seite. Das, sage ich mal, ist klassische Mechanik. Das hier ist unsere Batterie-Ding. Ich werde es jetzt mal auseinanderbauen, das Board rausnehmen, einmal komplett im Pack zerlegen, neue Batterien suchen, einen Pack bauen, das BMS einsetzen, Drähte dran löten, die machen wir auch neu. Die sehen, ich weiß nicht, wer hier gelötet hat, wer hier Chinese, aber es sieht sehr spannend aus hier. Also, dass hier kein Kurzschluss entstanden ist, muss ich sagen, ist schon schwierig. Okay. Gut. Das machen wir mal. Ich zerleg's mal und dann schauen wir mal weiter. Gut, soweit so gut. Also, das Board habe ich schon weggelegt. Habe ich jetzt erstmal sauber gemacht. Und die habe ich mal dran gelassen. Vielleicht kann ich sie wiederverwenden. Jetzt geht es darum, dass ich meine neuen Batterien, ich habe mir ja schon welche geholt. Ich habe hier noch eine ordentliche Menge an diesen Samsung-Batterien, die ich recycelt habe. Ich habe die auch schon gemessen. Die hat noch 1000. 3000 mAh, die hat auch noch ungefähr 3000 mAh ziemlich gleich. Die werde ich jetzt zu einem Battery Pack zusammenbauen. Werde diesen Pack hier von der Schaltung einfach nachbauen. Dazu habe ich hier meinen Nickeldraht, den ich verwende. Ich werde die Kontakte vorher nochmal kurz sauber machen. Dann werde ich den Nickeldraht drauf punkten. Und dann werden wir es ans BMS anpunkten. Mal schauen, ob ich hier die Punkte hier nochmal verwenden kann und dann schauen wir weiter. Hier habe ich mein kleines Punktschweißgerät für alle, die es noch nicht kennen von meinen anderen Videos. Damit erzeugt man einen Lichtpunkt, also man setzt auf und macht einen im Endeffekt einen kleinen Kurzschluss und macht so einen Schweißpunkt. Man sieht es hier an den Punkten, die sind alle gepunktet, die Batterien, und so werden eben die Lötverbindungen gemacht. Oder die Schweißverbindungen, nicht Lötverbindungen, sorry. Bei Löten, Temperatur schlecht, deswegen Schweißen an der Stelle besser. Ich habe nicht mehr viel Draht, sehe ich gerade. Schon alles aufgebraucht, aber der sollte reichen. Also Nickeldraht. Und genau, das machen wir jetzt mal. Ich baue es jetzt mal zusammen, den Pack. Und dann bauen wir das hier mit ein. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert.
So, fertig. Hat teilweise ganz schön gefunkt, lag aber daran, dass ich einfach doof war und es sehr kurz abgeschnitten hatte hier und ich deswegen noch relativ wenig Auflagefläche hatte und auch noch ziemlich drücken musste, aber es hält. Es ist fest. Und daher, ich hätte eigentlich das hier länger machen müssen, hätte ich das ganze BMS weiter nach oben schieben können und dann hätte ich mehr Spielraum gehabt, aber Gott, wie es immer ist, selber schuld. Gut, ansonsten hätte man natürlich, um das auch noch besser zu machen, hier auch noch ein bisschen mehr Karton rumwickeln können. Aber von daher, naja, passt. Also wie gesagt, schöner wäre es gewesen, noch ein bisschen mehr Isolierung zu haben, aber so vom Grundprinzip passt das soweit. Okay, jetzt haben wir hier noch die beiden Anschlüsse fürs Laden. Und dann können wir eigentlich loslegen. Ich messe jetzt mal nochmal, das hätte ich natürlich auch vorher machen müssen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr überlegen vorher. Man müsste eigentlich immer die Batterien vorher balancen. Das heißt, habe ich relativ starke Schwankungen in meiner Batterie, dann wird eine deutlich wärmer als die andere. Aber 3,6 zu 3,62. Passt. Das passt. Wenn man dann natürlich das Ladeboard die Spannung ausgleichen will und dann eine Batterie deutlich schneller geladen wird als die andere. Das heißt, eine könnte recht heiß werden. Aber ja. Naja, nicht bei solchen Battery Packs, so kleinen. Okay. Passt soweit. Jetzt löte ich mal die beiden Drähte an. Hätte man vielleicht auch vorher machen können im Nachhinein. Aber hinterher ist man immer schlauer. Okay. Zwei Drähte löte ich an und dann machen wir weiter. Dann gehen wir mal in die Lampe und löten es an die Lampe an und schauen, ob die Lampe wieder läuft. Okay, der Akku ist fertig. Die Lampe liegt auch hier. Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, ich habe mal gemessen nebenbei. Und ich würde jetzt eigentlich erwarten, ich hatte vorhin 3,6 Volt pro Batterie anliegen. Und mich irritiert ein bisschen. 3,6 zu 3,6. Eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass ich 7,2 Volt hier am Ausgang habe. Aber, ich kann auch hier messen, 7,2 Volt. Aber wir haben 0,48 Volt. Stehe ich gerade nicht ganz, muss ich sagen, aber egal. Ich hoffe nur, dass das BMS hier keinen Hau hat, keinen Schaden hat, weil es sah irgendwie nach Kurzschluss aus hier an der Stelle. Nicht, dass wir einen Kurzschluss hatten und das Ding kaputt ist und deswegen die Lampe dauernd ausgefallen ist. Egal, ich teste jetzt mal, ich löse jetzt mal hier an. Das Problem ist hier an der Stelle, ich habe schon überall Kleber und irgendein Harz. Das wird spannend, das da anzulöten, aber gut, wir versuchen es mal. Ich probiere es jetzt mal quick and dirty. Ich löse es mal an, packe mal das Ladegerät auch dran und schau mal, ob sie wieder lebt. Gut, das machen wir jetzt mal. So, das war jetzt ein ziemliches Gepfusche, weil es echt schwierig war, hier irgendwas anzulöten mit dem ganzen Kleber. Ist auch noch nicht fertig, also ich werde danach auf jeden Fall noch ein bisschen sauberer machen und nochmal neu anlöten. Aber ich wollte es jetzt erstmal testen, ob es überhaupt noch geht. So,
Ich stecke jetzt mal das Ladegerät an, in der Hoffnung, dass nichts explodiert oder brennt. Okay. Ladegerät ist an. Es wird auch nichts heiß. Wir messen jetzt mal. Jetzt sollten hier eigentlich 7,4 Volt anlegen. Also ihr seht so nichts. Jetzt aufpassen, dass ich keinen Kurzschluss hier produziere. 7,4 Volt. Warum auch immer er gerade nicht angezeigt hat. Schlecht. So, muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ihr habt es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Gerade mit den freiliegenden Nickelbändern, dass hier nicht irgendwo mal einen Kurzschluss macht an der Stelle. So, wir stecken sie jetzt mal ab und schalten die Lampe einmal an. Sie geht interessanterweise, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, es muss irgendwie am BMS liegen, nicht mit eingestecktem Ladegerät. So, okay, Stunde der Wahrheit, ich schalte sie an. Ich will es nicht weiter kippen, aber ihr seht es sowieso, wenn es hell genug ist, das geht. Sehr gut, sie geht und sie läuft. Gucken wir nochmal, es sollten hier immer noch die 7,2, 7,4 Volt anlegen. 7,2. Genau. Gut, perfekt. Also, ich mache sie mal wieder aus. Ich werde jetzt als nächstes das Ganze hier mal noch ein bisschen in Kapton einpacken, dass ich hier keinen Kurzschluss habe, wenn ich es reinfummel. Dann werde ich hier die Lötstelle nochmal ein bisschen sauberer machen, ein bisschen schöner löten, dass es auch hält. Vielleicht auch noch ein bisschen. Mal gucken, Karton rumpacken und dann schaue ich, dass ich alles wieder hier reinkriege, es zumache, zusammenbaue und dann gibt es ein abschließendes Fazit nochmal. Gut. So, die Lampe ist wieder fertig und sie funktioniert hoffentlich auch noch. Yep, tut sie, blind. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines Video. Kleinen Battery Pack selber gebaut, den hier werde ich mal komplett zerlegen, in mein Ladegerät reinpacken, mal testen lassen, wie die Kapazität sind. Vielleicht kann ich eine der beiden Zellen noch verwenden oder sie sind beide kaputt. Ich werde sie auch beschriften und vielleicht seht ihr die Zellen irgendwann in einem anderen Video mal wieder, falls sie noch in Ordnung sein sollten. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt, mal ein bisschen was anderes, mal wieder ein bisschen Batterie basteln, was ich früher öfter gemacht habe. Lasst mir bitte gerne einen Daumen da, lasst mir ein Abo da. Ich habe sehr viele Zuschauer, die leider kein Abo haben und ich freue mich über jedes Abo. Ich lese jeden Kommentar, von daher schreibt mir mal in die Kommentare, auch was der Vorwiderstand meiner Meinung nach war, dieses weiße Ding, das da drin verbaut war. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal rein und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.